Ja, herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Folge. Ich habe heute wieder einen Gast bei mir, die liebe Lydia, die auch schon einiges miterlebt hat, nicht nur die Lipödem-Diagnose, sondern auch ja, ein paar Pfunde zu viel. Und ich glaube, sie wird uns ein bisschen auch erzählen, wie es dazu kam und was sie alles gemacht hat. Und dann würde ich einfach mal sagen, ja, Lydia, stell dich doch einfach mal ganz kurz selber vor. Viele kennen sie unter Lydia Langstrumpf. Und ja, ich freue mich, dass du da bist. Du bist heute sogar nicht in Deutschland, du hast dir die Zeit genommen im Urlaub. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme war die liebe Lydia im Urlaub und hat sich die Zeit genommen, extra für uns mit mir ein kleines Interview zu führen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, dankeschön, ich freue mich auch sehr. Ja, ich sitze hier gerade in oder auf Kap Verden, wie sagt man bei einer Insel, auf Kap Verden und lasse mir sozusagen die Sonne auf den Bauch scheinen. Heute ist hier großes Weihnachtsfest, 25. Dezember. Und ich habe mir jetzt, wie gesagt, wie du ja schon sagst, die Zeit kurz genommen und halte jetzt mit dir so ein kleines Pläuschen. Ja, zu mir, ja, hast du ja schon gesagt, Lydia Langstrumpf. Ich habe einen Account auf Instagram und auf Facebook und habe auf Facebook auch eine Gruppe für Lipödem-Betroffene für Berlin-Brandenburg, wo man sich dann über regionale Themen wie Ärzte, Physiotherapeuten und so weiter austauscht, wo wir auch versuchen, uns gegenseitig einfach auch ein bisschen Mut zu machen und ja, uns, wie es halt bei den ganzen Lipödem-Gruppen ja auch eigentlich so der Sinn ist, sich zu helfen. Ne? Und ja, meine Geschichte ist bis zur Diagnose eigentlich relativ typisch für Lipödem-Betroffene, weshalb ich da auch ganz angefangen habe, Vorträge zu halten und auch zu erzählen, was kann man auch so ein bisschen tun, also anhand von meiner Geschichte, was kann man tun, um seine Situation auch vielleicht zu verbessern, was zu ändern und auch zu einem gesunden Leben zu führen. Mein Weg ist natürlich nicht der ultimative Weg, sondern es ist mein persönlicher, aber es ist einfach, um aufzuzeigen, es geht mehr, als man erstmal denkt. Ja, und das wäre jetzt, glaube ich, heute so das Thema, ne? Ja, ja. Ja, du hast ja gerade gesagt, so, ich meine, die Diagnose kam irgendwann wahrscheinlich wie bei jeder so plötzlich ums Eck gehuscht, vielleicht auch über viele Umwege. Ich weiß nicht, wie war das bei dir, beziehungsweise in welchem Alter kam das so raus oder wo hast du denn so zum ersten Mal gemerkt, so, irgendwas stimmt mit mir nicht, irgendwas passt da nicht? Ja, also das, was mit mir stimmt, das hatte ich das Gefühl, hatte ich schon immer, sag ich mal. Also es war ja schon, dass ich mit 11 Jahren eigentlich schon in die Pubertät kam, sehr, sehr früh auch. Und von Anfang an fing es auch an, meine hatte auch schon, wurde das schon mit 12 Jahren ganz schlimm auch gehänselt, wegen meinem fetten Arsch, so wie sie dann alle kommen und dann irgendwie so Sprüche wie Buslenkerarsch und Breitarsch-Antilope und keine Ahnung was alles und das halt schon mit 12, 13 Jahren dann auf offener Straße von fremden Jugendlichen zum Teil beleidigt worden oder sich über mich lustig gemacht worden und hatte dadurch halt schon ja, obwohl ich als Kind ein sehr selbstbewusstes Kind war, auch eine ziemlich große Klappe eigentlich hatte, bin ich dann sehr klein mit Hut geworden und habe mich in die Opferrolle drängen lassen und war jahrelang dann auch Mobbingopfer. Auch aus, da spielte natürlich noch viel mehr rein als nur jetzt irgendwie der dicke Hintern natürlich. Ganz viele blöde Geschichten letzten Endes. Aber dadurch hatte ich dann immer das Gefühl, ich bin falsch und ich bin anders als andere, mit mir was stimmt was nicht, aber ich habe nie gedacht, dass ich eine Krankheit habe. Und dann war es halt auch so, dass ich zunehmendem Alter immer mehr auch Schmerzen hatte, aber ich dachte immer, das liegt halt am Übergewicht. Mir war gar nicht bewusst, dass ich nicht so viel Übergewicht damals hatte. Wenn ich mir alte Fotos jetzt angucke, so wo ich 17, 18 war, war ich jetzt nicht wirklich dicker als die anderen zum Beispiel in meinem Sportverein, die halt schon ein bisschen weiblicher waren, weil sie älter waren. Trotzdem fiel mir das Laufen und so weiter wesentlich schwerer zunehmend und hatte auch Schmerzen, bei denen ich dann aber auch dachte, die wären irgendwie normal, weil ich hatte dann auch Probleme mit Lendenbereich, ich kannte es nicht von meiner Mutter auch nicht anders, dass sie Schmerzen immer ständig hatte. Meine ganze Kindheit kannte ich meine Mutter immer mit Schmerzen nur
Und dann kam halt das Übergewicht zunehmend dazu während des Studiums. Und das Bewegen wurde immer schwieriger und Schmerzen wurden auch immer mehr. Hab's aber nie auf irgendeine Krankheit bezogen, beziehungsweise manche Schmerzen dachte ich, kommen vom Rücken, manche kommen davon, manche vom Übergewicht und so weiter. Und mir war auch nie bewusst, dass zum Beispiel diese Druckempfindlichkeit, dass man irgendwo reinpiekst, dass es unnormal ist. Und erst so mit meinem jetzigen Freund war es dann so, dass er halt meinte, es sei nicht normal. So, dass ich halt so, weil er ist halt selber Physiotherapeut, hatte aber nie Berührung mit Lipödem, deswegen konnte er da halt jetzt auch nicht irgendwie was sagen, hey, guck mal, lass dich mal diagnostizieren oder so, sondern er fand es einfach nicht normal, dass ich da so empfindlich bin, dass ich auch bestimmte Schmerzen habe, die keine Ursache haben können, wo er sagt, da fehlt die Kausalität. Und dachte immer so, ja, mein Scheißkörper. Und habe halt auch immer meinen Körper verflucht, habe immer den auch ganz schlecht tituliert und habe den beschimpft, weil für mich war das jetzt das sozusagen mein fieser Körper, der jetzt scheiße zu mir ist. Und ja, das war halt so deswegen war da nie irgendwie die Vermutung, dass das eine Krankheit sein könnte. Und auch Ärzte haben. Wie kam es dazu? Also wie kam es zur Diagnose, beziehungsweise wie war das so allgemein mit dem Übergewicht? Ich meine, das kam ja nicht von heute auf morgen, das kann man wahrscheinlich auch schleichen. War das dann einfach so psychischer Seite her, also durch das Mobbing und so? Oder sagst du, da steckt irgendwas anderes dahinter? Wie kam es dazu? Ich meine, du hast ja wahnsinnig viel abgenommen, du wirst wahrscheinlich auch noch was dazu sagen. Und es kommt ja Ja. nicht von heute auf morgen auf uns drauf, ne? Also ich habe ja auch einiges an Nee, Gewicht natürlich nicht. verloren. Ich weiß Nee, also, wie das natürlich. funktioniert. Nee. Ja, genau, du weißt ja, wie das weißt aus eigener Erfahrung, dass es halt nicht irgendwann heute auf morgen kommt und auch viele Ursachen haben kann. Klar, es war so eine Mischung aus sich diesem Schicksal ergeben. Ich bin immer die Dicke gewesen, also ergibt man sich irgendwie auch irgendwann in diese Rolle. Der Punkt, auch Frustration natürlich, wenn man halt immer wieder versucht, auch abzunehmen und irgendwie die Beine wollen nicht dünner werden, irgendwie wird es immer mehr. Selbst wenn ich irgendwie 10 Kilo abgenommen habe, war der Oberkörper zwar schön schlank und irgendwie Waschbrettbauch und alles Mögliche, aber ich hatte immer noch den fetten Arsch, so, ne? So wie ich ja immer betitelt wurde letzten Endes. Und dann kam halt noch dazu, dass ich im Abiturjahrgang, als ich 18, 19 war, Schilddrüsen das kam halt so, weil ich Virus wegen dem Abitur verschleppt habe. Und der hat sich in der Schilddrüse festgesetzt und habe seitdem nur noch eine halbe Schilddrüse. Und bis es halt aber entdeckt wurde, dass ich da eine Entzündung drin habe und Antikörper habe, verging halt ein halbes Jahr. In diesem halben Jahr war ich eigentlich nur krank und habe in dem halben Jahr aber auch irgendwie fast 15 Kilo oder so zugenommen oder 12 Kilo oder was auch immer und war es erstmal so richtig zum ersten Mal wirklich im Übergewicht. Vorher war ich immer so auf der Grenze. Und nach dem Abitur bin ich dann ins Studium gewechselt und habe mir ein Studienfach ausgesucht, was extrem arbeitsintensiv ist. Und das war dann schon so, dass ich nachdem ich diese 12 Kilo zugenommen habe, mich sehr schwerfällig gefühlt habe und mir Sport wesentlich schwerer schon fiel. Im Nachhinein, wenn ich mir so Fotos angucke, ist halt auch sind meine Beine von diesen 12 Kilo total explodiert auch. Und im Studium war halt so viel Stress und ich habe meinen Fokus so auf das Studium, also ich hatte meinen Fokus komplett auf das Studium und habe mich überhaupt nicht mehr um mich gekümmert. Ich habe keinen Sport mehr gemacht, ich bin zwar noch so ein bisschen Fahrrad gefahren, aber ansonsten eigentlich gar nichts mehr für mich gemacht. Ich habe nur noch studiert. Ich habe 70 Stunden in der Woche am Laptop gesessen und meine Projekte gemacht und ständig mich diesem Stress ausgesetzt und immer in diesen Stressphasen habe ich zugenommen. Ich habe in den Stressphasen nicht wirklich viel anders gegessen, aber ich habe zugenommen in diesem Stress und habe mich insgesamt viel zu wenig bewegt, mich nicht um mich gekümmert und dann kam halt das Step by Step, Jahr für Jahr, kamen halt immer jedes Jahr einige Kilo dazu und dann war ich am Ende des Studiums dann letzten Endes bei über 130 Kilo. Ne?
Weil ich habe mich dann zwischendurch auch. Wie groß bist du dazu? 1,69. Und jetzt nochmal ganz kurz, weil vorher die Verbindung kurz abgebrochen war. Du hast nur noch eine halbe Schilddrüse, habe ich das richtig verstanden? Genau, also ich habe eine Schilddrüsenentzündung durch einen Virusinfekt gekriegt. Also der Virusinfekt, den ich verschleppt habe, hat sich festgesetzt in der Schilddrüse und dadurch wurden Antikörper produziert. Und durch das Produzieren der Antikörper wurde halt die Schilddrüse bekämpft und die Schilddrüse innerhalb von einem halben Jahr um die Hälfte aufgefressen sozusagen oder zerstört. Und habe dadurch nur noch eine halbe Schilddrüse und unter Funktion seitdem. Ja, das konnte aber gestoppt werden und du nimmst jetzt wahrscheinlich auch Tabletten dazu, dass einfach diese Hormongeschichte wieder einigermaßen passt. Ne? Genau, ich bin seitdem auch komplett stabil, habe auch keine Antikörper mehr, also ich habe keinen Hashimoto im eigentlichen Sinne, auch wenn es in dem Moment wie ein Hashimoto war. Aber bin halt auch komplett stabil eingestellt, schon seit über 10 Jahren, da hat sich auch nichts verändert. Und nehme halt da meine Schilddrüsenhormone. Aber ich merke da halt auch immer, wenn ich halt in Stresssituationen bin, dass meine Schilddrüse halt nicht so gut reagieren kann, wie jetzt von einem gesunden Menschen. Ne? Dass ich da auch ein bisschen schneller auch an meine Grenzen auch mal komme. Ja, okay. Und dann bist du damals irgendwann mal zu irgendeinem Arzt? Oder wie kam es dazu? Also dein Freund hat dich ja schon so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht. Wie kam zur Diagnose dann letztendlich? Also Ärzte haben mich ja immer nicht so richtig ernst genommen. Das heißt, ich halt irgendwie gesagt habe, irgendwie ich habe da Schmerzen oder irgendwas, haben sie gesagt, ja, es kann nirgendwo herkommen oder keine Ahnung oder ich sei empfindlich oder ich bilde mir das ein oder was auch immer. Irgendwann denkst du halt selber, du bildest dir das ein oder bist empfindlich. Ja. Und bin dann eigentlich auch gar nicht mehr zu Ärzten gegangen. Und es war eigentlich ein Zufall. Ich hatte eine Fußverletzung, die so gemein war, dass ich eigentlich keinen Sport mehr machen konnte, weil ich überhaupt nicht den Ballen benutzen konnte und ich wollte einfach nicht besser werden, die Verletzung. Okay. Und da hat mein Freund mich halt zu einer Ärztin geschickt, von der er halt total überzeugt ist, von der er immer auch Top-Diagnosen bekommt und wenn er Patienten geschickt bekommt und hat halt gesagt, okay, geh mal zu der, die ist diagnostisch super. Und dann bin ich halt quer durch Berlin gefahren, extra zu dieser Ärztin hin. Und dann hat sie sich beim zweiten oder dritten Termin dann halt mal meine Beine angeguckt, weil sie meinte so, ja, ich habe da so eine Vermutung, ziehen Sie mal die Hose aus. Mhm. Und hat da irgendwie dann so auch irgendwie ins Gewebe reingefasst und so weiter. Ja, und meinte dann irgendwas von Lipolymphödem und ich habe halt keine Ahnung gehabt von Lymphödem, das habe ich nie gehört. Ich habe halt dann verstanden Lymphödem, das blieb dann so hängen und dann zu Hause nochmal geguckt, irgendwie Lymphödem, nee, das auch dieses Thema Kompressionsstrümpfe, was sie gleich angesprochen hat, das hat mir komplett, da habe ich komplett dicht gemacht und habe dann auch gesagt, nee, also so Oma-Strümpfe will ich jetzt eigentlich nicht tragen. Was man dann halt zuerst mal im Kopf hat. Ne? Ja, eben. Also man hat ja irgendwie erstmal, denkt man sich, das sind ja Oma-Strümpfe. Nee, sowas ziehe ich nicht an. Um Gottes Willen, nein. Und hatte auch gerade ganz andere Probleme in dem Moment. Hatte ich irgendwie so privat und so alles überschlagen bei mir in dem Moment gerade und hatte dafür auch dann gar keinen Nerv, hab's weggeschoben, bin dann nicht mehr zu der Ärztin hingegangen. So, und dann war es aber so, ich habe in der Zeit durch diesen Stress auch wieder zugenommen. Ich hatte vorher schon ein bisschen was abgenommen. Und wie dann so die Wärme begann, im Frühjahr, Sommer, wurden meine Beine so aufgequollen. Ne? So, und ich konnte kaum noch irgendwie laufen, weil meine Oberschenkel so ineinander gerieben haben. Ich habe mir innerhalb von wenigen Wochen 5 Jeans durchgelaufen. Okay. Das Schlüsselerlebnis war dann war ich mit meiner Familie übers Wochenende in Stralsund. Und Stralsund ist jetzt ja in der Altstadt nicht so wirklich groß. Und ich habe es nicht geschafft, von der einen Seite der Altstadt auf die andere Seite zu laufen, weil ich einfach Schmerzen hatte und es einfach so meine Beine sich so extrem schwer angefühlt haben. Und auch an diesem Wochenende auch wieder eine Hose durchgelaufen und dann habe ich zumindest erstmal gesagt, okay, ich muss jetzt wieder abnehmen, ne? Und habe gesagt, ich muss jetzt ein paar Sachen ändern und habe darüber auch
mit der Freundin gesprochen und die Freundin meinte dann halt aber auch wegen den Schmerzen in den Beinen und so weiter, geh gefälligst zu dieser Ärztin und beschäftige dich damit und du gehst, hat er so lange auf mich eingeredet, bis ich zu dieser Ärztin gegangen bin und mir Kompressionsstrümpfe verschreiben lassen habe. Und letzten Endes war das eigentlich so mein Segen, dass ich mich darauf eingelassen habe und dass der Leidensdruck groß genug war, dass ich das auch einfach durchgezogen habe. Ja, ich sehe gerade so voll die Parallele, wie bei mir. Es war exakt gleich. Ich habe am Anfang auch gesagt, never ever ziehst du Dinge an, Oma-Strümpfe, ne? Und ja, dann ja, ab dem Moment, wo ich die Kompression anhatte, war das für mich so, oh geil, es tut nichts mehr weh beim Sport, ich kann endlich wieder richtig Sport machen. Und das war für mich so eine Erleichterung, also ich kann man gar nicht in Worte fassen. Also für mich ist die Strumpfhose, die Kompression tatsächlich der ausschlaggebende Punkt auch gewesen, nicht mehr weiter zuzunehmen, weil ich wusste, oh shit, die passt nicht mal mit 10 Kilo mehr und weniger, sondern wenn, dann muss es in die andere Richtung gehen. Und, habe ich das Problem? Und ich konnte mich wieder bewegen. Also das war für mich der größte Segen überhaupt. Ich weiß nicht, wie ging es dir dann mit der ersten Kompression, die du gekriegt hast? Ja, also es war ja so, dass ich bin ja zur Ärztin hin und sie meinte, habe ja halt auch meine Sorge geäußert, dann holte sie aus dem Schubfach halt so so Muster raus, meinte, schauen Sie mal, das ist heute gar nicht mehr so schlimm, das kann man jetzt nicht mehr als Oberstumpfe bezeichnen, da gibt es ganz viele verschiedene Farben, der Stoff ist auch ganz toll, passen Sie mal an und so, und ich habe mich so ein bisschen überreden lassen und dann hat sie mich auch gleich zu einem ganz tollen Sanitätshaus geschickt, wo ich bis heute bin, wo ich richtig gut versorgt werde auch immer, und das Problem war aber, dass die Frau, die mich eigentlich versorgt, die war zu dem Zeitpunkt im Urlaub. Und ich war ja neu, ich wusste ja nicht, auf was ich mich da jetzt einlasse und dass es auch an der Person hängt, bei so einem Ausmessen und so. Ne? Das kennen wir ja alle. Es gibt dann die eine, die dann ausmisst und der Rest kann es halt so ein bisschen semi. Ne? Und und dann hat erstmal die Kollegin ausgemessen und bestellt oder beziehungsweise beantragt und die hatte dann eine Marke beantragt, die sie halt immer nimmt, ne? Und ich hatte ja keine Ahnung. Und die waren auch gerade in der Umstellung da im Sanitätshaus auf eine andere Marke. Und dann kam ich aber mit der nicht so wirklich zurecht. Also ich habe anfangs mich extrem gequält und ich habe auch sehr lange gebraucht, um zu merken, dass mir die Kompression hilft, dass sie wirklich mir Schmerzen nimmt, weil ich auch gleichzeitig dabei war, halt auch abzunehmen. War es halt auch so, dass ich diese Schwere weggeht, auch bis, nicht wahrgenommen habe, dass es von der Kompression kommt, sondern nee. Und Schwächende, ich meine, das ist ja wie beim Zunehmen oder ist es auch, wenn man eine Kompression trägt, ist es ja auch das Schleichend der Schmerz weggeht. Und ich habe das erst so richtig realisiert. Zum einen, nachdem ich die Marke nochmal gewechselt habe, mit der ich mich wesentlich besser zurechtkam, mich viel besser drin bewegen konnte, aber auch dann in der Urlaubssituation, so wie hier jetzt so, ne, dass ich die Kompression zwischendurch weglassen musste, weil ich sie waschen musste. Und dann sind wir durch die Stadt gelaufen, ohne Kompression. Und es hat so solch geschmerzt. Die Beine wurden immer schwerer. Ich kam kaum noch irgendwie eine Stufe hoch. Und wir waren irgendwie in Hongkong, wo halt es ständig irgendwie Treppen und Steigungen gibt und irgendwie bergauf und bergab geht. Und ich habe dann richtig geflucht und meinte, scheiße, ich fühle mich wieder 20 Kilo schwerer. Es kann da nicht wahr sein. Und habe erst dann so richtig realisiert, was die Kompression für mich tut. Weil ich sie vorher halt wirklich jeden Tag konsequent getragen habe. Ja. Und dann erst richtig gemerkt habe, was macht die Kompression bei mir. Ist witzig, ja. Ich habe auch immer wieder so Tage, wo ich denke, halt brauche ich sie nicht. Ich habe überhaupt keine Schmerzen, mir geht's voll gut. Und spätestens am Abend denke ich mir, okay, ich habe doch Lipödem, verdammt. Ich komme da nicht drum rum, ich muss es jetzt einfach mal akzeptieren. Also es gibt immer mal wieder so Phasen, wo ich echt denke, ach, will ich mir alles nur ein. Aber nee. Ja, eben, man ist ja auch in so einer
wenn man es wirklich konsequent durchzieht, dann geht es einem ja auch gut und dann vergisst man ja auch ganz gerne, wie es einem ohne geht. Ja, auf jeden und Fall. Ich habe es dann auch wirklich, wirklich vergessen, wie es mir ohne Kompression ging. Das geht dann doch recht schnell. Und erst durch diese Situation im Urlaub habe ich gemerkt, scheiße, du hattest ja Schmerzen. Mir war das so gar nicht so richtig bewusst, dass ich Schmerzen hatte. Mhm. Weil ich immer so gesagt habe, ja, ich bin ja eigentlich ganz glücklich. Ich habe ja, mir geht es ja nicht so schlimm wie den anderen Betroffenen. So, ich habe ja gar nicht so dolle Schmerzen. Und dann war das halt so ein Schlüsselerlebnis wieder, ne? Ich sagte also, und so eine Erlebnisse bringen einen auch dazu, sich auch wieder mehr um sich zu kümmern, ne? Also, ich wollte gerade sagen, ja. Ja. Definitiv. Wie kam es dann dazu? Also ich meine, du hast ja dann definitiv abgenommen, relativ viel. Wie viel war es jetzt insgesamt und was hast du dafür, also wie lange hast du dafür gebraucht? Ja, also ich habe ja den ersten Teil, den ich abgenommen habe, war, bevor ich die Diagnose bekommen habe, also ein paar Jahre davor, also direkt nach dem Studium. Ich habe halt nach dem Studium festgestellt, scheiße, was hast du dir da eigentlich nochmal. Das müssen wir nochmal schneiden. Okay. Jetzt habe ich mich selber verloren. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, nee. Was hast du gefragt? Die Frage war, wie viel du insgesamt abgenommen hast und was du dafür getan hast, beziehungsweise wie lange du dafür auch gebraucht hast. Ja, also ich habe das erste Mal schon abgenommen direkt nach dem Studium. Das war vor der Diagnose. War halt so, dass ich nach dem Studium dann, als so diese Belastung aus dem Studium weg war, erst dann auf einmal wieder angefangen habe, mich selber wahrzunehmen und festgestellt habe, eigentlich, was mit mir in diesen Jahren passiert ist körperlich. Ne? Und erst dann auf einmal auch mich nicht mehr mit mir wohlgefühlt habe. Und dann halt 28 Kilo innerhalb eines Jahres abgenommen habe mit Ernährungsumstellung und wieder mit Sport machen und einfach auch so ganz viel auch an Ernährungsthemen auch zu ändern. Und da von diesen 28 Kilo konnte ich dann halt 25 halten für 2 Jahre. Und dann kam halt die Fußverletzung, von der ich vorhin sprach, und auch so diese ganzen Psychothemen dann in dem Zeitraum. Und habe dann 10 Kilo zugenommen. Also von den 8, also war ich dann wieder bei nur 15, was ich abgenommen habe sozusagen. Und dann zusammen mit Diagnosestellung und dann dem Beschluss, ich muss was ändern, so kann es nicht weitergehen, habe ich dann nochmal das Thema auch des Gewichtes bei mir thematisiert und habe mich mit Kalorien auseinandergesetzt, habe nochmal 25 Kilo abgenommen. 25? Ich glaube, ja. Jedenfalls war ich dann irgendwann auf 94 Kilo. Nur das war Kalorien dann zählen dann. Ja, Kalorien zählen und Sport. Ne? Also ich habe immer versucht, mit Sport mir den Puffer aufzubauen, habe sukzessive den Sport erhöht, was halt auch letzten Endes durch die Kompression dann möglich wurde. Also so Fahrradfahren ging vorher auch, aber ich konnte dann halt auch wieder richtigen Sport machen. Also Sachen wie Joggen gingen halt nicht mehr vorher, das hat halt einfach solch geschmerzt. Und dann konnte ich wieder anfangen auch zu laufen, konnte wieder Inlineskaten und. Habe einfach sehr viele Sachen dann wieder gemacht und immer so von Monat zu Monat immer so ein bisschen mehr, immer so Step by Step und mir bestimmte Ziele gesetzt. Zum Beispiel mein erstes Ziel war, dass ich für meinen nächsten Urlaub fit genug sein will, um mit meinem Freund wandern gehen zu können. Dass ich nicht irgendwie schnaufend hinter dem herlaufe und der ständig auf mich warten muss, so, ne? Und habe mich deswegen so mit solchen Themen, dann mit solchen kleinen Zielen motiviert, immer ein bisschen mehr zu machen und habe mir immer so kleine Zwischenziele auch beim Gewicht gesetzt. Aber du hast nicht nur jetzt so in Zahlen gedacht, so von wegen,
die nächsten 4 Wochen so und so viel Zahl, also so viel Gewicht weg, sondern du hast dir auch so Ziele gesetzt, wie dass du fitter bist, dass du ja vielleicht längere Wege schaffst und so weiter und so weiter. Ah ja, cool, super, finde ich mega genau, gut. Also ich habe halt, gemerkt, also man muss einen Motivator finden, der aus sich, aus einem selbst herauskommt. Also nicht einen äußeren Grund, wie ich will irgendwie ins Kleid passen oder ich will für irgendjemand hübsch sein oder so, ne? Oder ich muss jetzt irgendeine Zahl erreichen, sondern eine Motivation aus mir selbst heraus. Also zum Beispiel das Thema halt Wandern oder einen Wettkampf, auf einen Wettkampf zuarbeiten oder ja, also so, solche Themen. Und natürlich habe ich mir auch fürs Gewicht auch immer so kleine Zwischenziele gesetzt. Habe mir aber versucht, die nicht zu sportlich zu setzen, dass ich frustriert werde. Und mir aber auch den Raum gelassen zu sagen, okay, wenn es muss ja nicht auf den Tag sein, ne? Ja, also wenn es dann irgendwie aus irgendeinem Grund was irgendwie dann ein bisschen länger dauert, dann dauert es halt länger, ne? Und so habe ich es halt beim Abnehmen auch gehandhabt. Also wenn dann halt mal ein Scheißtag war, wo man halt sich doch mal irgendwie zu viel gegönnt hat oder schon vorher wusste, okay, der Tag wird halt jetzt vom Essen bestimmt, wenn man mit Freunden irgendwie einen Brunch macht oder so, dann habe ich halt gesagt, okay, dann dauert halt das Abnehmen einen Tag länger. Das heißt nicht, dass ich dann jetzt irgendwie sage, jetzt ist es egal und jetzt ist vorbei, scheiß drauf, sondern dann mache ich halt am nächsten Tag weiter. Ja. Und wie viel ist es jetzt insgesamt, was du geschafft hast, abzunehmen? Mit der Liposuktion zusammen und dem ganzen Abnehmen, oh Gott, das muss ich rechnen. Ich war bei 133 Kilo, was ich mal so maximal auf der Waage auf jeden Fall gemessen habe. Und jetzt bin ich bei 78 Kilo. Das sind 55, ne? Bin ich jetzt doof? Ja, ich glaube, ich habe es jetzt auch nicht ganz... Ja, doch, müsste sein. Echt? Ja, also ich hatte irgendwas mit 60 Kilo so im Kopf. Ja, fast 60 so Kilo, Dreh, also ist eher eine Menge. Und dann hast du dich ja trotzdem zu die Position entschieden. Genau, also warum? Ich war halt bei 95... Ja, ich hatte... klar, ich hatte Verbesserungen durch das Abnehmen und durch die Kompression und die Lymphdrainage und die ganzen konservativen Maßnahmen. Ging es mir besser als vorher. Aber dieses Thema, zum einen das Thema, dass man trotzdem auch immer wieder schlechte Tage hat. Und durch die guten Tage aber weiß, wie es einem gehen kann. Ne? Das hat halt so, wie als wenn man so Blut leckt. Ne? Und man will eigentlich, dass es einem immer so geht. Man will eigentlich, dass es einem immer gut geht und nicht diese schlechten Tage hat. Das war das eine, was mich irgendwie so ein bisschen immer mehr dazu gebracht hat, an das Thema Liposuktion zu denken. Das zweite Thema war, meine Hüftschmerzen wurden immer schlimmer. Also durch die starke Disproportion und die ausladenden Reiterhosen hatte ich halt schon eine richtige Belastung auf dem Hüftbereich. Die Oberschenkelknochen haben stark nach außen gedrückt und haben auch zu einer und habe zunehmend Schmerzen gekriegt. Und mein Ärztin hat auch gesagt, wenn es so weitergeht, kriege ich... Zu was hat es geführt? Hat auch zu einer Dysplasie in der Hüfte geführt, eine Verdrehung. Habe bis heute einen Schiefstand in der Hüfte. Der hat sich zwar ein bisschen wieder verbessert seit den Liposuktionen, ist aber immer noch ein Stück schief. Und es war halt, wurde zunehmend halt schlimmer, bevor ich die Liposuktion machen lassen habe. Die Schmerzen wurden immer schlimmer und meine Ärztin hat halt auch gesagt, wenn das so weitergeht und ich mich nicht operieren lasse, dann werde ich auch irgendwann Hüftarthrose kriegen, weil die Belastung da auch zu groß drauf ist. Und ich habe es halt einfach diese Schmerzen nicht mehr ausgehalten. Ich habe ja auch kaum noch irgendwie eine Nacht durchschlafen können, weil ich Schmerzen in Hüfte und Rücken hatte, weil einfach durch die Disproportion, man kennt es ja selber, man liegt ja nicht gerade, ne? Ja, man hat halt einfach so einen Schub auf dem Lendenbereich hinten und Verdrehung und alles drin und das ich konnte halt keine Stunde durchschlafen und die Schmerzen haben mich einfach irgendwann so mürbe gemacht. Ja, und jetzt ist es besser geworden durch die Liposuktion. Also sonst, du hast ja Liposuktion machen lassen und durch die viele Abnahme ja auch die ein oder andere Straffung jetzt schon hinter dir. Ja,
Nee, also bei den Liposuktionen war es tatsächlich so, dass nach der ersten Absaugung, wo sie mir 10 Liter aus der Vorderseite abgesaugt haben, schon Nein. ein Großteil der Hüftschmerzen weg war. Ja. Schon ab dem ersten Tag nach der OP. Einfach weil der Druck weggenommen wurde von der Hüfte. Und nach abschließenden der ganzen OPs hatte ich keine Hüftschmerzen mehr. Und ich habe bis heute keine Schmerzen mehr in der Hüfte. Wahnsinn. Und auch so gut wie gar keine Schmerzen mehr im unteren Rücken. Und ich hatte halt ständig nur noch Schmerzen. Ich habe ja auch schon mit 17 meinen ersten Hexenschuss gehabt, weil ich einen Wirbelschiefstand hinten habe. Und aber keine Probleme mehr damit, ne? Also ist der Wahnsinn. Gerade so Urlaub war für mich immer ein tierisches Problem, wenn die Betten halt irgendwie zu fest Ja. oder zu weich waren, dann habe ich irgendwie nie geschlafen. Und dann war halt Urlaub für mich auch nicht erholsam. Ja, Und das habe ich klar. halt jetzt nicht mehr. Ich kann Ja, halt auch auf so einer scheiß Pritsche schlafen. ich hoffe jetzt mal, dass ihr da auf Kap Verden nicht irgendwie auf so einer Pritsche Nee. schlafen müsst. Ja, Naja, also cool. klar, hier haben wir jetzt gerade ziemlich den Luxus. Wir haben uns ja so eine Woche Resort geleistet. Da haben wir natürlich auch super Betten. Vorher waren wir halt wandern. Da war natürlich jetzt nicht so der Luxus, ne? Und da ganz klar, die waren zwar keine wirklich schlechten Betten, aber da war kein Lattenrost drunter, sondern nur ein Brett, ne? Da hätte ich früher nicht drauf schlafen können. Kannst du vergessen. Das wäre nicht gegangen. Da hätte ich die ganze Nacht durch Schmerzen gehabt. Krass. Das heißt, du Das hast ging jetzt Arme und wunderbar. Beine Liposuktion machen lassen, ne? Genau. Und hast dich ja dann auch, ich meine, die dich verfolgen, die wissen ja auch, was an Haut im Prinzip ja auch übrig geblieben ist. Ist natürlich ein bisschen intimes Thema. Das heißt, wenn du irgendwas nicht erzählen willst, um Gottes Willen. Ich glaube, da haben wir alle Verständnis dafür, aber ich glaube, du gehst damit relativ offen um und ich finde es richtig stark, die Veränderung, die du gemacht hast. Nicht nur jetzt durch die Liposuktion, auch durch die Abnahme. Also allein das ist ja schon mal, müsstest du eigentlich, keine Ahnung, für Orden verliehen kriegen, ne? Weil das ist ja auch nichts, wo man so einfach mal hoppla hopp und easy going da durchgeht. Ich habe nicht ganz so viel abgenommen wie du, aber ich weiß, wie schwierig es auch manchmal sein kann und was da auch manchmal für, ja, wir für Tage drin sind, wo man denkt, oh, warum ich? Wieso? Und warum? Und warum kann ich nicht einfach ganz normal sein? Was habe ich verbrochen? So. Also die Frage, die habe ich mir, weiß ich nicht, wie oft in meinem Leben schon gestellt, jetzt gerade auch aufgrund vom Diabetes, den ich ja seit ich 11 Jahre alt bin, habe. Ich habe mich immer wieder gefragt, warum ich? Warum nicht jemand anders? Ich habe so gesund Ja, gelebt, ich habe klar. mich immer gesund ernährt. Ich war zu dem Zeitpunkt nie übergewichtig. Ich war wirklich ein Strich in der Landschaft, als ich den Diabetes gekriegt habe. Und dann ging ja eigentlich die ganze Geschichte erst los, auch mit den Gewichtsschwankungen, Essstörungen, irgendwann mal das Lipidem. Also ja, ist eigentlich schon krass. Und du hast dich aber jetzt trotzdem eben noch für diese Straffungen entschieden. Wenn ich es Ja. jetzt richtig mitgekriegt habe, war das ja einmal Po und Bauch bisher, ne? Genau. Und das würdest du sagen, das war auf jeden Fall richtig, das war Gutes zu machen? Oder sagst du im Nachhinein, ach, ich hätte eigentlich auch so weiterleben können, irgendwie wäre es schon gegangen? Naja, irgendwie geht es halt immer, ne? So ist ja nicht. Ist immer die Frage, was möchte man? Ja, es war halt ja so, klar hat halt immer auch mein Chirurg gesagt, müssen später höchstwahrscheinlich straffen, da wird halt sehr viel Haut überbleiben. Sie haben schlechtes Bindegewebe und das ist jetzt schon locker und das wird sich wahrscheinlich nicht zurückbilden. Und ich wollte davon immer nichts hören. Also ich wusste, klar, wusste ich, dass das so sein wird, und ich dachte so, naja, das bisschen Haut, ne? Was sollen wir jetzt machen? Hauptsache das Lipödem ist weg, Hauptsache Schmerzen sind weg. Und dachte mir, mit so überschüssiger Haut kann ich leben. Was soll ich? Also alles ist besser als vorher. Was mir halt nicht bewusst war, wie einschränkend so eine Haut ist. Und ich hatte ja schon eine Weile auch eine Bauchschürze, die halt mit Fett gefüllt war. Und als ich dann abgenommen habe, war halt dann irgendwann nur noch die Haut da. Da habe ich dann halt auch zunehmend gemerkt, dieses Einklemmen von der Haut, dieses, dass es da drunter auch ja, dass man darunter auch schwitzt und das ist ja, dass es dann auch bunt wird und so weiter, wenn man es nicht richtig pflegt und so. War schon immer alles ziemlich unangenehm, aber solange ich Kompression getragen habe, brauchte ich darüber nicht nachdenken, weil war ja alles schön weggepackt, der Bauch. Aber hat mich trotzdem zunehmend immer mehr genervt.
Und dann kam halt dazu die Haut dann von den Liposuktionen. Und dann war halt, dass dann auch mein Po so krass hing. Also da hat sich die Haut am Po hat sich ja fast gar nicht zurückgebildet. Ist halt auch so ein Problem am Po an sich, dass da halt das nicht so vorgesehen ist, dass da sich die Haut wieder ranzieht, weil wie jetzt irgendwie an Armen und Beinen oder so. Und dann habe ich mich da auch zunehmend mir die Haut eingeklemmt, habe gemerkt, wenn ich mal nicht die Kompression anhabe, ich kann mich einfach nicht mehr bewegen, ohne dass es an der Haut reißt, dass es irgendwie klatscht aneinander, dass es unangenehm ist und ich kann halt nur Schritttempo laufen, aber mich nicht mehr kann ich mich damit nicht bewegen, wenn ich keine Kompression anhabe. Ja. Und habe mich deswegen dann dazu entschlossen, das in einer OP auch zu machen. Die Bauchdeckenstaffung wurde mir ja von der Kasse genehmigt, glücklicherweise. Da muss ich einfach sagen, das habe ich echt Glück gehabt. Und das Gesäß habe ich dann halt zusätzlich machen lassen. Wobei das ja schon auch krass ist. Ich meine, ich kenne die Bilder, die du veröffentlicht hast. Ich weiß nicht, was sonst so für Bilder existieren, um Gottes Willen. Aber schon allein die Bilder, die du veröffentlicht hast, wirklich krass, richtig krass. Und dass sowas die Krankenkasse nicht genehmigt, finde ich krass. Also bei mir ist es genau anders. Und das nochmal ganz kurz. Ich habe auch ein sehr, sehr schlechtes Bindegewebe. Und bei mir, würde ich sagen, ist der Po das Körperteil, was trotz der Abnahme noch am straffsten aussieht. Bei mir ist eher, dass ich auch an den Oberschenkeln vor allem und an den Oberarmen ganz massive Probleme hatte oder habe. Ja, ich habe es ja noch nicht, ich habe nichts operieren lassen und ich bin auch natürlich immer mal wieder am Schwanken, wenn ich vor allem dann Bilder sehe, wie jetzt deine Wundheilung aussieht oder allgemein Dinge, wo ich mir denke, wie wäre es, wenn, ja, wenn man so wüsste, wie würde es verlaufen? Auch der Bauch ist für mich jetzt Gott sei Dank relativ gut zurückgegangen, weil ich hatte schon irgendwann auch mal richtig viel Bauch. Also bei fast 110 Kilo hast du irgendwann auch mal einen Ranzen, sage ich jetzt einfach mal. Aber er ist trotz allem und auch der Po relativ gut zurückgegangen. Natürlich könnte ich ihn auch straffen lassen, aber es würde sich für mich nicht wirklich lohnen im Moment. Und bei dir war es ja wirklich massiv viel Haut. Also, ja, das war ja so, dass ich auch nicht auf Toilette gehen konnte, ohne. Jetzt wird es ein bisschen intim, aber ich meine, darüber muss man halt sprechen. Ich konnte halt nicht ohne meine Haut anzuheben, mich auf die Toilette setzen. Ja. Und weil, allein das, um einfach mal denen, die das gerade zuhören. So ja, aber das muss man sich mal vorstellen. Also an all diejenigen, die jetzt gerade zuschauen oder uns lauschen, sag ich mal, stellt euch das mal vorbildlich. Ne? Also bei euch selber bitte, nicht bei der Lydia. Aber wie krass die Einschränkung damit ist. Also ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, dass man dann sagt, okay, so will ich nicht leben. Gerade dieses auf die Toilette gehen mit der Haut, das war halt jedes Mal auch so ein, es ist auch so ein Balanceakt, gerade wenn du halt nicht zu Hause auf Toilette gehst, ne? Dann ist es ja auch so eine hygienische Sache. Ja. Braucht man nicht. Also ich finde, es war auch sogar total witzig nach der Straffung. Ich wollte immer nach meinem Po greifen, wenn ich auf Klo gegangen bin. Dann war dann aber diese Haut da gar nicht, die dann vorher da mal hing und habe was Leere gegriffen. Und auch mir zu gewöhnen, nach der Haut von meinem Po zu greifen. Und auch dieses, wenn man halt sich irgendwo ich sag jetzt mal, in der Wildnis mal auf Toilette geht, ne, musste ich ja auch mal meinen Bauch noch dazu anheben. Das heißt, man hat ist eigentlich nur beschäftigt, die Haut überall festzuhalten, damit man irgendwie seine Notdurft verrichten kann letzten Endes. Ne? Also das Nötigste, was jeder irgendwie täglich mehrmals machen muss. Ja. Und das hat mich halt irgendwie dann doch irgendwann mehr belastet, als ich zugeben wollte. Und umso mehr ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt hatte, umso mehr habe ich gemerkt, wie sehr mich es nervt und wie sehr ich das eigentlich weghaben möchte. Ja. Und dann habe ich die Chance halt ergriffen. Also es war ja irgendwie auch so ein bisschen so, dass ich ja auch vorher konnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen, mir da irgendwie so ein Stück Körperteil irgendwie, es ist ja letzten Endes wegschneiden zu lassen. Ja. Ne? Einfach so komplett rausschneiden, zusammennähen wieder.
das war eine ganz furchtbare Vorstellung für mich. Und aber sobald mehr du dich damit beschäftigst, umso mehr kannst du dich da irgendwie auch mit anfreunden. Ja. Und ja, und dann bin ich halt irgendwie angegangen. Und dann war aber das Ding, dass ich inzwischen einen neuen Job hatte, den ich halt auch sehr wertschätze und nicht da so viel ausfallen wollte. Und deswegen hatte ich dann halt meinen Chirurgen dazu, ich sag jetzt mal überredet fast schon, dass wir halt Bauch und Po in einer OP machen. Mir war klar, dass das eine Riesenhausnummer wird und dass das auch mehr Risiko bedeutet, aber ich habe das tatsächlich trotzdem unterschätzt, muss ich sagen. Also es war echt heftig, richtig, richtig heftig. Und diese Wundheilungsstörung, die ich dann letzten Endes bekommen habe am Gesäßbereich, wäre halt nicht gekommen, hätte ich gesagt, ich mache diese OPs in 2 Schritten. Mhm. Und so eine Wundheilungsstörung ist echt kein Zuckerschlecken. Das macht keinen Spaß. Und das sind dann wieder so Fotos, die stellt man dann nicht unbedingt ins Netz, weil das nicht unbedingt jeder verträgt. Ne? Mhm. Weil das ist halt hart an der Geschmacksgrenze. Aber das, ja, dann musst du da durch. Dann hast du da so eine scheiß Wundheilungsstörung, dann will diese, musst du halt zusehen, dass dich nicht das Fleisch da zerfrisst und dass deine Wunde heilt. Und das zermürbt richtig. Und ich war zwischendurch so an der Grenze meiner Kräfte und meiner Psyche in dieser Phase und wollte einfach nur noch, dass dieser Scheiß abheilt. Ne? Ja. Und ich würde es nicht nochmal in so einer Komplett-OP machen. Muss ich ganz klar sagen. Ja. Also ich finde es echt krass. Ich finde es einfach nur bewundernswert, weil ich wüsste nicht, wie ich es gemacht hätte. Ja, also es ist einfach auch für den Körper natürlich eine massive Belastung, eine Doppelbelastung, auch von der Heilung her. Ich weiß, ich habe mit dir ein paar Mal auch über den Messenger geschrieben, über Facebook, wo es dir auch mal nicht so gut ging. Und wo ich mir nur gedacht habe, so puh, das ist ganz schön heftig, was da mit deinem Körper gerade passiert. Ne? Das hast du ja selber auch gesagt. Ja. So dieses, mach mal jetzt Pause, du brauchst jetzt eine Pause. Ne? Und genau, das muss man, und das ist ja auch, glaube ich, das, was ganz viele auch ihr ganzes Leben lang immer versuchen zu überhören, diese Hilfeschreie vom eigenen Körper, egal in welcher Situation jetzt. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Momente, wo so ein Hilfeschrei kommt, wo wir aber einfach gekonnt drüber hinwegsehen, wenn wir denken, ach nee, das passt jetzt von der Zeit her einfach nicht rein, ne? Ja, ja, klar. Ich meine, ich weiß es ja eigentlich besser, sag ich mal so, ne? Also wenn jemand anders... Ja, alle. Genau, vom Kopf her weiß man das alles, ne? Ja. Also ich weiß nicht, ob jeder das weiß, aber ich weiß es zumindest und ich habe da ja auch in meinem Leben auch schon einiges durch und müsste es eigentlich besser wissen und weiß auch, was ich an meiner Gesundheit habe, also zumindest inzwischen. Und natürlich habe ich trotzdem wieder den gleichen Fehler wie früher gemacht. Habe mich zu früh übernommen, habe zu früh zu viel gemacht. Bin dann nach 5 Wochen Krankheit wieder zur Arbeit gegangen, obwohl mein Arzt gesagt hat, ich sollte besser noch zu Hause bleiben. In der Überzeugung, ich könnte erstmal kürzer treten und erstmal Überstunden abbauen und ein bisschen weniger machen. Mhm. Ja, Pustekuchen. Die Schonzeit ist nach 2 Tagen dann irgendwie auch rum und dann prasselt wieder alles auf dich ein. Und ich mache halt Direktarbeit, du bist den ganzen Tag mit Problemen auch irgendwie konfrontiert und da schont dich halt auch keiner. Mhm. Wenn Projektbeteiligte anrufen, kannst du dem nicht sagen, du, ich habe heute irgendwie keine Lust oder ich bin irgendwie, mir geht's gerade nicht so gut, ich möchte eigentlich gerade ein bisschen weniger machen. Nee, dann musst dann dich drum kümmern. Ja. Und dann habe ich halt zu schnell viel zu viel wieder gemacht, mich da und habe es erst zu spät gemerkt. Also ich habe dann gemerkt, als die Energie auf Null war letzten Endes. Ich habe dann zwar schon auch so zwischendurch gemerkt, okay, mein Körper braucht echt noch viel Energie für die Heilung. Habe immer so gemerkt, nach der Arbeit war ich abends komplett K.O., was ja normalerweise nicht so ist. Und dass da einfach der Körper noch sehr, sehr viel Kraft braucht. Habe aber zu spät gemerkt, dass die Kraft einfach dann irgendwann auch vorbei ist. Dass das dann irgendwann auch aufgebraucht ist. Und der Akku auch dann irgendwann mal leer ist. Ja. Und wenn der erstmal leer ist, dann ist vorbei, ne? Dann ist zu spät. Ja. Dann da wieder rauszukommen, ist echt schwierig. Ja. Und ich habe jetzt
war jetzt zwischendurch arg auf Zahnfleisch und bin seit ein paar Monaten jetzt dabei, wieder so ein bisschen zu mir zu kommen. Aber das ist halt immer so zwei Schritte vor, einer zurück. Ne? Dann hast du wieder irgendwie Stress und Tief und denkst, jetzt muss es doch mal irgendwie vorwärts gehen. Aber hast das Gefühl, es geht irgendwie nicht so richtig vorwärts. Und das ist auch mit einem Grund, warum wir jetzt hier irgendwie auf Kap Verden gerade an der Sonne sind und uns das einfach mal gönnen. Wir brauchen das. Also mein Freund braucht es auch. Also ich meine, für ihn war es auch eine anstrengende Zeit, aber er hat halt auch andere Themen. Aber für mich ist es halt einfach, ich brauche dieses Energietanken jetzt. Aber so richtig. Und das ist verrückt, wenn man überlegt, diese OP ist über ein halbes Jahr her. Und ich fühle mich von dieser OP noch ausgelaugt. Ja, so eine Narkose dauert zwischen 2 und 7 Jahren, habe ich irgendwo gelesen, bis die vom Körper auch verarbeitet wird. Also man darf sowas auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber ich finde es gut, dass du dir so die Auszeit auch jetzt nimmst und nehmen musst, mehr oder weniger, weil es so weiterzumachen, ich glaube, da sind wir uns einig, wäre einfach auch auf Dauer nicht gut gewesen. Nee, also das ist ja auch... die Narkose ist ja das eine, aber es ist halt einfach ein Rieseneingriff in den Körper. Ne? Du musst überlegen, mir wurde rundum ein riesen Hautlappen rausgeschnitten. Einmal 360 Grad. Vorne wurde es runtergezogen und drinnen irgendwie in verschiedensten Schichten vernäht, ne? Über die komplette Länge. Hinten wurde es hochgezogen und innen und außen vernäht. Und das ist wenn du überlegst, was das für Wunden sind. Ich meine, vor 100 Jahren wäre man daran gestorben, ja. Ja, klar. Und ich meine, was der Körper da auch was das für den für Stress bedeutet. Ich meine, für den Körper ist es, als wenn du jetzt gerade auf dem Schlachtfeld, im Krieg, irgendwie mal quer ein Schwert durch den Körper gezogen bekommen hättest. Ja? So. Und wir in unserer modernen Welt denken, ja, mal so ein bisschen 3 Wochen krank schreiben lassen, dann geht es wieder zack, zack, zack. Das ist aber eigentlich ein totaler Schwachsinn. Man braucht halt sehr viel länger zur Genesung. Das eine ist natürlich die Wundheilung, wenn die Naht, die außen, die dann zu ist und man sich wieder normal bewegen kann und auch gegebenenfalls auch wieder zur Arbeit gehen kann. Das andere ist aber, was passiert noch im Körper die ganze Zeit? Und dass der Körper halt ja auch noch ewig braucht zum Heilen und das zu verarbeiten. Ja, auch die Liposuktion darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja auch ein Eingriff in den Körper. Auch wenn die vielleicht leichter waren, wie jetzt so ein Rundumschnitt, wie du es nennst. Aber ich glaube, also da haben auch viele mit zu kämpfen. Also ich habe da jetzt auch schon einige so ein bisschen verfolgt. Es ist nicht für jeden gerade mal so ein Spaziergang. Ne? Das darf man einfach auch nicht vergessen. Nee, natürlich nicht. Und das ist ja das, was ich ja halt auch immer wieder versuche, den Leuten klarzumachen. Es ist kein Spaziergang. Es ist nicht mal eben die schnelle Lösung. Es ist eine richtige Tortur. Und man von Liposuktion zu Liposuktion wird es immer härter letzten Endes, weil irgendwann ist die Kraft auch aufgebraucht. Und für mich war das auch eine ziemliche Nummer mit den 4 Liposuktionen mit 3 Monaten jeweils dazwischen. Aber da habe ich mir tatsächlich ein bisschen mehr auch die Zeit genommen, beziehungsweise konnte sie mir ein bisschen mehr nehmen, weil ich das Glück zu dem Zeitpunkt hatte, also es war in dem Fall ein Glück während der OPs, aber ansonsten eigentlich kein Glück, einen nicht so fordernden Job zu haben. Und da jetzt noch Spaß hat. Und ich konnte dann deswegen so ein bisschen auf Sparflamme mehr machen. Ne? Also klar, ich habe nochmal gearbeitet, aber ich musste halt nicht so powern. Und zum Zeitpunkt war ich auch noch auf reduzierter Stunde, weil ich habe vor den Liposuktionen schon meine Stunden reduziert, weil ich es einfach nicht mehr gepackt habe. Ich habe mit den ganzen Schmerzen, dann noch die Lymphdrainagen, dann dies, dann noch Psychotherapie und das und Depression und wisst ihr gar nicht, was habe ich an gemerkt, ich schaffe keinen 40-Stunden-Job mehr. Das ist einfach viel zu viel. Und habe dann auf 35 Stunden reduziert, damit ich einfach diese ganzen Termine auch wahrnehmen kann, ne? Die Lymphdrainage und Psychotherapie. Und habe dann das auch beibehalten nach der Liposuktion erstmal. Und das war definitiv eine gute Lösung, dass man halt nicht so auf volle Kanne gehen muss nach den OPs. Aber es war trotzdem total belastend.
Und das muss man sich auch immer wieder bewusst machen. Man darf nicht denken, jetzt lasse ich mir mal eben das Fett absaugen und dann ist irgendwie wieder alles schick. Das ist keine Schönheits-OP. Mhm. Das ist ein Rieseneingriff in den Körper. Da wird großflächig im Gewebe rumgestochert. Du siehst zwar keine Wunde, ne, außer die kleinen Einstiche, aber unter der Haut ist alles durchlöchert. Das ist wie ein Schweizer Käse nach so einer OP erstmal. Mhm. Und da muss alles erstmal wieder anwachsen. Das sind riesen Wundflächen. Und das muss man sich halt immer wieder auch klar machen. Ja. Und ja. Also erstmal vielen Dank, dass du uns da auch so tief mit reinblicken lässt. Ich glaube, das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Ich würde gerne noch wissen, wo du dich so in den nächsten 5 Jahren siehst. Wenn wir jetzt einfach mal so einen Sprung 5 Jahre in die Zukunft machen. Was denkst du, was ich in den 5 Jahren vielleicht noch tun würde, könnte? Oder hast du vielleicht auch spezielle Pläne aktuell schon, wo du sagst, okay, dies und das und jenes will ich auf jeden Fall noch vielleicht operiert haben oder geschafft haben oder gemacht haben oder verändert haben oder mich eingebracht haben, was auch immer. Also wirklich so komplett gesehen. Ja, also auf jeden Fall will ich weiterhin versuchen, auch den Leuten Mut zu machen, so mit meiner Geschichte, was halt alles so geht, ne? Dass man nicht einfach resignieren sollte nach so einer Diagnose Lipidem, sondern dass da halt einfach sehr, sehr viel möglich ist. Und dass nicht das Ende der Welt ist. Jetzt mal unabhängig auch von Liposuktion, sondern auch halt einfach diese ganzen konservativen Sachen. Und für mich persönlich, du hast ja gerade gesagt, was stehen noch so an OPs gegebenenfalls an? Ich würde schon ganz gerne irgendwann in der Zukunft meine Oberschenkel straffen lassen, weil bisher halt die lockere Haut an den Oberschenkeln dazu führt, dass sobald ich keine Kompression anhabe, da sofort das Wasser einschießt. Ne? Mhm. Und ich die Hoffnung habe, dass wenn ich mir die Oberschenkel straffen lasse, dass ich an den Oberschenkeln dann kein Schwellungsproblem mehr habe. Mhm. Also natürlich nach Abheilung, ne? Aber und ich hoffe natürlich auch, dass mein sekundäres Lymphödem, was ich noch habe, auch weiterhin zurückgeht. Also bisher ist es halt immer weiter jetzt zurückgegangen und ich habe noch so ein bisschen die Hoffnung, dass zumindest sich es weiterhin auch regeneriert. Ganz weggehen wird es vielleicht nicht, aber zumindest sich weiterhin verbessert und ich auch dahingehend auch ein bisschen auf ein paar Sachen verzichten kann, auch in Zukunft. Und also was die konservativen Maßnahmen angeht. Und aber du trägst nach wie vor auch Kompression und gehst zu Lymphdrainage. Also das ist was, wo du sagst, okay, das möchte ich in Zukunft noch irgendwie loskriegen, wo du gerade so gesagt hast, wo du vielleicht so das eine oder andere verzichten kannst. Oder ist das was, wo du sagst, das gehört einfach zur Krankheit dazu, egal ob ich jetzt eine Liposuktion habe machen lassen, egal ob ich die Beine habe straffen lassen oder nicht. Was ist die Einstellung von dir dazu? Weil es gibt ja so viele verschiedene und jeder sagt was anderes. Und mir hat mal jemand gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ein Arzt, der behauptet, nach einer Liposuktion wäre man gesund, der lügt. Das gibt's nicht. Also der würde dir gleich was vormachen. Das ist ja klar. Also man ist ja weiterhin nur, chronisch krank, keine Frage. Mhm. Das bin ich mir auch bewusst. Und ich war mir ja auch von Anfang an bewusst bei den Liposuktionen, dass ich wahrscheinlich nicht auf Kompressionen verzichten werden kann. Also das ist halt auch so ein Thema, was mir ganz wichtig ist, dass man nicht zu viel vormacht, weil gerade wenn man halt von einem großen Ausgangsstadium kommt, ist man danach nicht unbedingt befreit von der Kompression. Und zwar, ich habe mir das von Anfang an bewusst gemacht und war dadurch auch nicht enttäuscht, dass ich sie weiterhin brauche. Ne? Mhm. Und bisher ist es schon so, dass ich sie im Alltag eigentlich tagtäglich trage und nicht ohne Kompression aus dem Haus gehe. Mhm. Jetzt hier im Urlaub, wenn ich halt irgendwie einen Tag am Pool verbringe, dann lasse ich sie natürlich aus. Dann gehe ich halt immer mal wieder ins Wasser. Wenn ich merke, irgendwie das Bein schwillt an und so, dann hole ich mir dahingehend Abhilfe. Und wenn ich weiß, ich bin halt hier abends noch mal ein bisschen länger irgendwie auf den Beinen, dann ziehe ich sie abends wieder an. Also wir haben nachher noch uns noch hier das Weihnachtsessen und so weiter und werden dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen hier gesellig sein. Das heißt, ich ziehe auch gleich dann meine Kompression an. Ja. Ich war jetzt irgendwie den Tag über am Pool und
gleich geht es wieder aufs Zimmer, Promotion an, sich umziehen und schick machen und dann ist der Abend halt eine Promotion geplant. Ja. Und ich kann damit leben, aber wenn ich nicht muss, sage ich jetzt mal, ne, wenn die Hoffnung besteht, dann auch darauf zu verzichten zu können, dann sagt will ich die Chance halt auch nutzen. Nee, genau, will ich die Chance halt auch nutzen. Und ich werde halt auf jeden Fall versuchen, das bei der Krankenkasse zu beantragen und gucken, ob die gegebenenfalls das genehmigen mit den Oberschenkeln. Ja. Ja, klar, cool, mega. Ich drücke dir auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen, dass die Krankenkasse auch einfach mal sieht, was diejenigen, die selber auch viel erreicht haben, erreichen konnten aus eigener Kraft. Es gibt ja ganz, ganz viele, die sich dann irgendwie Magen verkleinern lassen und da mega stolz drauf sind. Um Gottes Willen, hoffentlich fühlt sich jetzt niemand angegriffen. Aber es ist schon nochmal, würde ich sagen, was anderes, wenn man das aus eigener Kraft geschafft hat, als wenn man sich irgendwie den Magen verkleinern hat lassen oder sonst irgendwas. Also finde ich, ist meine persönliche Meinung. Mhm. Ich hoffe echt, dass sich jetzt da niemand angegriffen fühlt. Bitte, bitte seht mir das nach, wenn ich das so sage. Natürlich hat, glaube ich, jeder Übergewichtige mal den einen oder anderen Gedanken gehabt, aber also sowas machen zu lassen, so eine OP, aber es ist natürlich auch ein Eingriff in den eigenen Körper und ich bin einfach der Meinung, dass dieses Thema... Ja, vor allem, Thema, weil er nicht reversibel ist, ne? Eben. Der ist ja nicht reversibel. Thema, und eben. Und das Thema Abnehmen muss hier stattfinden. Ja. Findet im Kopf statt, wie du es auch gesagt hast, da muss ein Grund da sein, eine Motivation da sein und ob jetzt... Ja, bei mir hat's halt, muss es halt auch wirklich Klick machen, dass ich mir bewusst bin, dass ich bin schuld, also was heißt schuld, ist, jetzt falsch, ist ja immer die falsche Aussage letzten Endes, aber ich bin übergewichtig, weil ich zu viel gegessen habe oder mich zu wenig bewegt habe oder mich nicht mehr wahrgenommen habe. Aber diese Feststellung, dass ich daran schuld bin, war für mich total hilfreich, weil ich dadurch wusste, ich selber kann auch was daran ändern. Ja. Ich bin nicht irgendjemand hilflos ausgeliefert, irgendeinem Schicksal oder irgendeiner, ich sag jetzt mal, Veranlagung, sondern ich bin mein eigener Herr und bin dafür verantwortlich, wie es mir geht und wie es meinem Körper geht. Und klar ist eine Erkrankung wie zum Beispiel Lipidem oder Diabetes oder Schilddrüse ein Handicap. Ja? Ja. Also es gibt genug Erkrankungen, die ein Handicap sind, auch fürs Abnehmen. Es heißt aber nicht, dass es unmöglich ist, es heißt nur, dass es sehr, sehr viel schwerer ist. Ja. Und da muss man, wenn man sich das bewusst macht, dann ist da auch, glaube ich, kann man auch viel mehr erreichen, als wenn man sich jetzt irgendwie auf irgendeine Ausrede, das klingt jetzt fies, aber sich ausruht auf irgendwas, ne? Ja. Es befreit dann natürlich nicht davon, dass es harte Arbeit ist, ne? Es ist trotzdem super harte Arbeit und man muss halt irgendwie auch immer wieder dranbleiben, man muss irgendwie immer wieder auch sich selber motivieren, wenn man irgendwie gerade frustriert ist und so. Aber es lohnt sich. Also und ich glaube, man ist danach auch einfach doppelt. Ja, man ist danach einfach auch nochmal doppelt und dreifach so stolz. Ich meine, klar, wie gesagt, deswegen ist mir das immer ganz, ganz wichtig, dass ich niemand angegriffen fühle. Aber ich glaube gerade so ein Leben mit Essstörungen, und da nehme ich mich ja nicht aus. Ich würde auch nicht behaupten, dass ich komplett geheilt bin. Es gibt immer noch Phasen, in denen ist sie sehr stark und ich versuche da auch offen und ehrlich mit umzugehen, weil es einfach ein Teil von mir ist. Es ist ein Stück von mir. Und das ist ja dieses, geh liebevoll mit dir um. Sei nicht zu streng mit dir. Wenn es mal einen Tag länger dauert mit dem Abnehmen, ja, dann gönn dir mal was. Ja, und mach nicht nur die Zügel eng, damit es dir hier, also wie beim Pferd, so einmal hier reinzieht, ne? Sondern versuche auch mal den Zügel lang zu lassen und zu sagen, es muss halt lebbar sein. Leben. Genau, ja. Ja, es muss ja generell muss es ja was Lebbares sein. Es kann ja nicht was. Das Falsche ist ja zu sagen, ich mache jetzt eine Diät. Weil Diät bedeutet ja Verzicht. Ziel sollte es sein, dass man seine Ernährung, sein Leben so umstellt, dass es lebbar ist. Weil gerade wenn man irgendwie starkes Übergewicht hat,
kommt man da ja auch nicht von heute auf morgen runter. Da geht es ja nicht um die 3 Kilo, die irgendwie die Sternchen in Hollywood abnehmen wollen, die sie dann halt mal in einer Crash-Diät mal schnell in 2 Wochen weg haben. Sondern es geht ja darum, große, viel, viel größere Summen letzten Endes auch zu bewältigen. Und das ist ein langfristiges Ziel. Und das, das kann man nur durchhalten, wenn es lebbar ist und nicht, wenn man sich irgendwie Dinge verbietet. Entschuldigung. Ja. Ich glaube, das war jetzt auch nicht ersticken. Ein ganz gutes. Alles gut. Ja, jetzt kommt die Erkältung durch. Ja, ich glaube, wir sind jetzt eh auch, denke ich mal, ziemlich durch. Ich finde, das war jetzt auch zum Abschluss ein super gutes Statement, auch von dir nochmal. Vielen, vielen Dank dafür. Ich meine, wir reden beide aus Erfahrung und natürlich können wir so einfach daherreden, weil wir es schon irgendwo ein Stück weit geschafft haben, aber das kann im Prinzip jeder von uns und ja, das Wichtige ist einfach, sich das einzugestehen, glaube ich. Ja, das, wie du schon sagst, eingestehen oder Klick machen. Ja. Das Ding ist ja, es muss ja keiner abnehmen in dem Sinne, ne? Nein. Also, aber es gibt ja genug Leute, die möchten gerne abnehmen und sagen, sie wissen nicht, wie sie es schaffen sollen. Und da muss man halt auch irgendwie seinen eigenen Weg finden. Das ist nicht gerade leicht. Und muss sich aber sehr, sehr viele Dinge eingestehen. Auch Dinge, die man gegebenenfalls auch bisher falsch macht. Und sich mit sehr, sehr reflektiert mit sich selber auseinandersetzen und auch mit seiner eigenen Psyche. Das geht leider auch einher. Das ist auch eine richtig harte Nummer zum Teil. Ich bin jetzt der Letzte, der sagt, jemand darf nicht so sein, wie er ist. Wenn jemand sagt, ich habe irgendwie 20 Kilo zu viel und ich fühle mich damit wohl, warum nicht? Ne? Es geht darum, die Leute, die das gerne möchten. Es gibt eine Möglichkeit, auch wenn sie gegebenenfalls auch hart ist und auch schwer ist, aber es ist nicht unmöglich. Und diese Themen kannst du aber eigentlich auf alles ja auch projizieren, jetzt nicht nur aufs Abnehmen, sondern auch generell, wenn man halt einfach sein Leben gesünder gestalten will. Ja. Dafür muss es halt einfach Klick machen. Und man muss sich mit sich selbst auseinandersetzen. Ja, ist so. Und das ist es ist ein Prozess. Ich würde auch sagen, genau, man kann das nicht hoppla hopp mal machen und ich glaube, das mehr braucht man dazu auch nicht sagen. Ich glaube, da drehen wir uns auch so ein bisschen im Kreis. Klar. Jeder muss eben so seinen Weg finden. Ich habe ganz, ganz viele, ich mache das ja mittlerweile auch hauptberuflich, jetzt, dass ich solchen Menschen helfe. Und wenn da jemand Hilfe braucht und sagt, Mensch, ich brauche jemanden, der wo schon dort ist, wo ich gerne hin möchte, der darf sich sicherlich an die eine oder andere Person, an mich oder an die Lydia oder wen auch immer, gerne wenden, um sich Tipps zu holen. Ja, also ich mache das wirklich mit ganz, ganz viel Herz und mir ist einfach jedes Ziel meiner Klienten mega wichtig und ich bin da auch wirklich dahinter, dass wir das gemeinsam erreichen, weil ich selber weiß, wie schwer es ist, alleine zu sein und es ist auch überhaupt keine Schande, sich Hilfe zu holen, finde ich. Ne? Das wurde auch ganz kurz erwähnt, Psychotherapeuten, es ist ganz normal, wenn man auch mal sagt, okay, bis hierhin, ich kann einfach nicht mehr allein, ich hole mir Hilfe. Und ich finde, es ist einfach wichtig, sich das einzugestehen. Ja, total. Also ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich mir nicht die Hilfe gesucht hätte. Definitiv. Wenn ich nicht diesen Punkt erreiche, zu sagen, ich brauche jetzt Hilfe. Ja. Und das ist auch mit ein Grund, warum ich halt auch immer noch. Entschuldigung. Okay, jetzt kommt meine Erkältung wieder komplett durch. Zu viel geredet. Wir sind auch jetzt mal durch. Jetzt muss man Feier machen. Genau. Nee, ich denke, wir haben echt wahnsinnig vieles auch über diverse Themen gesprochen. Ich danke dir wirklich für deine offenen Worte auch dazu, auch für deine ganzen Meinungen, die du uns auch mitgegeben hast und auch dieses Mutmachen, was du ja auch selber so für das, was du dich auch stark machst. Ne? Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir auch die Zeit aus dem Urlaub jetzt genommen hast. Wenn ihr die Folge seht, ist wahrscheinlich Mitte Januar. Also wir haben jetzt Mitte Januar, aber die liebe Lydia hat sich am ersten Weihnachtsfeiertag die Zeit genommen, um mit mir diese kleine Folge zu machen. Und ich hoffe, die eine oder andere Person kann das mitnehmen. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr die Folge anschaut oder seht oder wie auch immer.
Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich natürlich über jedes Like, über alle, die den Kanal abonnieren, teilen, wie auch immer. Es ist so, so wichtig, dass wir ja noch mehr Aufklärung in die ganze Geschichte stecken und dass wir das Ganze auch individuell sehen. Lydia ist jetzt ein Teil davon, von vielen, vielen Blippe, den Betroffenen, bei denen, bei der es ganz, ganz anders abliegt, bei denen, wo ich bisher so interviewt habe. Und ich finde es trotzdem mega cool, dass jeder so seinen Weg gehen kann. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Danke, liebe Lydia, dass du dabei warst. Tschüss. Mach's gut.